Die Pflege im Behindertenbereich ist nicht vergleichbar mit der Pflege im Pflegeheim oder die Pflege im Klinikum. Wir arbeiten mit Menschen, die teilweise einen sehr individuellen Bewegungsapparat haben. Da kann ein gewöhnliches Mobiliar zum Problem werden. Noch dazu kann eine psychische Erkrankung oder eine kognitive Beeinträchtigung vorliegen. Das kann die Pflege oder Arztbesuche zu Herausforderungen machen. Da muss man bei der Arbeit manchmal kreativ werden. Es besteht Personalmangel und darunter leidet die Betreuungsqualität. Und das hat man schon vor der Pandemie gespürt. Wenn beim Klienten Covid nachgewiesen worden ist, müssen wir Betreuer eine Schutzkleidung tragen. Diese sind so ähnlich wie auf einer Covid-Station im Krankenhaus. Man pflegt, man kocht, man macht die Wäsche. Man unterstützt in jeglichen Themen im Alltag. Und das bis zu 12 Stunden. Als wir mit den weißen Schutzanzügen in die Arbeit kamen, waren einige Klienten verwirrt und hatten sogar Angst. Ja, und manche Bewohner waren sehr traurig und da sind auch richtige Tränen gekommen, weil sie erfahren haben, dass sie jetzt in Quarantäne ins Zimmer gehen müssen. Und manche Klienten verstehen diese Vorsichtsmaßnahmen nicht. Und kommen immer wieder aus ihren Räumen. Und das wiederum erhöht den Druck bei uns Betreuern. Viele Betreuer sehen ihre Zukunft nicht mehr in diesem Beruf. Und so verlieren einige Bewohner eine langjährige Bezugsperson zum Beispiel. Auch die Impfung ist unter uns Kollegen ein heikles Thema. Es sorgt für Konflikte, aber wir müssen zusammenhalten. Und wir Betreuer, wir halten zusammen.